So Leute, wir sind angekommen. Wir sind die Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind die Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind die Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind die Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Jo Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir haben es 4.38 Uhr und es geht jetzt zum Airport. Nehme euch mit ein bisschen den Flug dahin und vor Ort dann die Rooptour und so. Seid auf jeden Fall gespannt, wünsche uns viel Spaß und ja, bleibt aktiv. Also Leute, wir sind in der Bahn. Wir sind zu Fuß gegangen bis zu einer Bahnhaltestelle und sind jetzt in der Bahn Richtung Airport. Ich habe 2 Stunden geschlafen, Kimi glaube ich 3, ne? Ja. Wir sind tot, meine Augen tun weh und tränen, aber egal. Wir fliegen in den Urlaub. Ja, wir fahren jetzt zum Airport, haben Gott sei Dank den Check-in schon hinter uns, den haben wir gestern gemacht und daher konnten wir auch jetzt ein bisschen länger schlafen. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade ein bisschen excited. Es wird ernst, Leute. Meldet mich, wenn wir im Airport sind. Leute, wir sind jetzt im Flugzeug, ich konnte mich vorher nicht mehr melden, es war einfach irgendwie zu stressig und zu voll. Und jetzt sind wir ein bisschen aufgeregt und haben ein bisschen Angst. Landen wir überhaupt sicher? Spaß. Ich habe gebetet. Ja, wird alles gut, es wird schon alles gut. Wir fliegen jetzt 5 Stunden und ich bin sehr gespannt, wie dann alles wird. Ich bin gerade richtig aufgeregt, Leute, ich finde nicht mehr Worte. Auf jeden Fall, Leute, bleibt aktiv. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und seid gespannt, was euch erwartet. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, mit was für gemischten Gefühlen ich geflogen bin. Ich war richtig aufgeregt und einerseits hatte ich Angst davor, das erste Mal so weit weg und so lange getrennt von meinen Kindern zu sein. Aber nichtsdestotrotz dachte ich mir und habe auch ganz viel eingeredet bekommen, dass jede Mami das einmal braucht. Hier seht ihr schon die Wüste. Ey, es war alles voller Wüste. Das sah so krass aus. Kimi hat mir das alles berichtet, weil sie schon mal da war. Und dann seht ihr jetzt hier die ganzen Hotelanlagen. Das war einfach wunderschön. Die Reise hat sich so gelohnt. Und ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Hier sind wir dann gelandet und dann ging es zu unseren Koffern. 2000 Jahre später. So Leute, wir sind in Ägypten angekommen. Wir konnten uns da zwischendurch nicht melden, weil es stressig war und man darf am Airport auch keine Bilder oder Videos oder sonst was machen. Deswegen melden wir uns erst jetzt. Wir sind jetzt in unserem Travel-Transport zum Flughafen, zum Hotel und wir sind ganz aufgeregt. Es ist wunderschön hier. Die Sonne scheint, es ist warm und ich bin einfach happy. Es wird richtig schön und wir müssen euch gleich nochmal unsere Outfits zeigen und wir sind einfach ein Partner-Outfit, das ist irgendwie süß. Jetzt sind wir angekommen und fahren jetzt zum Hotel und dann melden wir uns. Unser Outfit. Wir haben einfach beide so eine schwarze Radler und so ein langes, lockeres T-Shirt. Und wir sind einfach jetzt da. Wir haben einfach genau da den Pool, aber die Roomtour zeigen wir euch später. Auf jeden Fall, Leute, wir sind angekommen, heil angekommen und können es gar nicht fassen, dass wir jetzt hier sind. Ey, ist echt krass. Wir haben einfach unsere eigene Terrasse. Das ist so... Ratze, ich rede mit dir. Auf jeden Fall, Leute, es ist einfach gar nicht zu glauben. Es ist alles noch so surreal. Auf jeden Fall packen wir jetzt gerade kurz ein paar Sachen aus. Wir wollen uns umziehen, wir wollen direkt den Tag natürlich auch nutzen. Wir haben es jetzt 1 Uhr hier, glaube ich, 13 Uhr oder so. Ja. Und haben einfach den ganzen Tag noch hier. Das ist richtig heftig. Ja, eigentlich haben wir auch Hunger, weil wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen. Mal sehen, was uns hier gleich zur Verfügung steht. So Leute, wir haben uns nochmal umgezogen, oder was heißt nochmal, wir haben uns jetzt umgezogen, weil wir so geschwitzt haben und einfach jetzt Mittagessen geben. Wir sind einfach wieder ein Partner-Outfit, sogar dieselbe Hose. Genau, wir haben jetzt den Luxus noch, dass wir noch Mittagessen dürfen. Wir haben, wie gesagt, den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und da wir danach zum Pool gehen, denke ich, ist es nicht so schlau, die Kamera mitzunehmen.
Deshalb, ja, beendet das Video an dieser Stelle, Leute. Wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen. Als nächstes folgt auch die Roomtour, so ein bisschen seht ihr ja schon im Hintergrund. Auf jeden Fall will ich gar nicht so viel reden, seid auf jeden Fall gespannt auf das nächste Video. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, die Kommentare schreiben, bis ihr seht. Und das sehen wir uns im nächsten Video.